Herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Heute wollen wir, das heißt Maxi und ich, gemeinsam mit einem Tandem zu einem alten Basalzwerk fahren. Das sind knapp 96 Kilometer. Wir sind jetzt schon knappe 10 gefahren aus der Stadt raus. Und ja, da machen wir uns jetzt auf den Weg. Danke. Einfach stecken geblieben. Ich meine, wir hätten ja auch die Bundesstraße nehmen können, aber das wäre nicht so lustig gewesen. Oh Gott. So, wir fahren jetzt seit 2 Stunden, das ist gerade um 12, haben 30 Kilometer, also fast ein Drittel geschafft und können jetzt richtig schön diese ganzen Berge runter nach Markiel fahren. So, erster Stopp an Steiner Bäcker. Boah. Also ich glaube, wenn man da durchpasst, ist man offiziell ein Kleinkind. Oh. Das war geil. So, wir sind gerade hier aus Anstein rausgefahren. Es ging gerade 4-5 Berge auf und ab die ganze Zeit. Wir haben es relativ gut geschafft, immer hoch zu pedalieren. Jetzt machen wir mal gerade eine Snackpause. Hier sind ein paar Zwetschgenbäume. Gönnen wir uns ein paar Zwetschgen und dann geht's weiter. So, gestärkt, jetzt geht's weiter. So, wir sind jetzt knapp 12 Kilometer vor Hammelburg. Ab jetzt geht es wieder auf eine normale Straße. Besser ist es. Jetzt ist auch die Geschwindigkeitsbegrenzung weg, dann kann man richtig Gas geben. Also Maps sagt, dass wir jetzt noch 400 Höhenmeter hoch haben, insgesamt 13 Kilometer. Und die berechnete Zeit sind 1 Stunde 10 Minuten. Sind wir mal gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. Bei 400 Höhenmeter ist schon einiges. Wir sind gerade eben 150 runtergefahren und 70 hoch. Cool.
wir sind jetzt wirklich sau kurz vor unserem Ziel. Da hinten. Bester Ausblick. Jetzt müssen wir nochmal hier so eine, naja, nicht so geile Straße hoch. Und da helfe ich jetzt die Jungs hier immer hochschieben. Junge! Junge! Geil! Ich glaub, es hat sich gelohnt. Alter, Junge, da hinten diese Aussicht. Guck dir das an. Junge! Wie geil! Aber er hat recht. Alter! Das wusste ich nicht, dass es so krass ist. Ja, ich hab's. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. Oh, 6 von 9. Halbe Stunde bis zum Sonnenaufgang. Ja. Oh, oh Licht an. Oh. Jo, also. 6 und 9. Gestern Abend haben wir noch den Sonnenaufgang fotografiert. Die Fotos habt ihr gerade eben gesehen. Wir haben das Zelt dann noch ein bisschen weiter von der Klippe weggetan, weil es dann doch ein bisschen scary geworden wäre. Aber wir haben hier einen nice Spot. Haben auch relativ gut geschlafen, aber jetzt ist gerade echt ein bisschen frisch. Mal schauen, wie das jetzt gleich ist, wenn wir aus dem Schlafsack gehen. Wir beide hatten nämlich die Sommerschlafsäcke. Aber ja, Akku ist wieder voll aufgeladen und jetzt gehen wir mal raus und schauen mal, ob wir ein paar Sonnenaufgangsfotos machen können. Also raus da. Boah, richtig schön alles nass. Junge, wie krass. Gestern Abend haben wir hier schön die Sonnenuntergangsfotos gemacht und zu Abend gegessen. War sehr, sehr geil. Oh. So, wir haben jetzt gefrühstückt, Zelt ist auch schon abgebaut, die Satteltaschen sind bepackt und jetzt schieben wir das Fahrrad noch raus und dann geht's wieder ab nach Hause. And I don't care.
So, wir sind jetzt in Bad Kissingen angekommen. Maxi ist gerade eben noch irgendwas zum Frühstücken noch holen, was Kleines. Paar Brötchen und dann gehe ich auch noch rein, hole mir auch noch was. Und dann geht's weiter. Bis jetzt läuft es auf jeden Fall extrem gut. Die Radwege sind sehr nice. Und ja. So, wir sind jetzt in Würzburg angekommen. Wir haben knapp über 90 Kilometer heute wieder zurückgelegt. Und ja, also es war eine extrem geile Tour. Hat richtig Bock gemacht. Und der Spot war halt echt... Der war Killer. Der war wirklich sehr, sehr geil. Wenn ihr die Fotos zu dem Spot sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal unser Instagram aus. Da kommen die Fotos jetzt. Ja, und dann ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag um 9 Uhr mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao, ciao.